Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der Nummer 269. Ich hoffe, diesmal funktioniert auch alles, weil gerade eben hat es nämlich nicht funktioniert. Also aus irgendeinem Grund hat OBS, also das Aufnahmeprogramm, das ich verwende, entschieden, dass das, was bei den letzten 268 Episoden funktioniert hat, jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Und das hat Minion Masters einfach nicht erkannt so direkt, aber ich habe es jetzt ein bisschen angepasst, jetzt müsste es eigentlich laufen, es wird mir zumindest als okay angezeigt hier in OBS. Ob das am Ende wirklich stimmt, das weiß OBS allein. Na gut, wir versuchen es jetzt jedenfalls mal. Und ja, ich meine, was sollen wir machen? Letztes Mal hatten wir gesagt, dass ich ein bisschen Training nötig habe. Ich habe eigentlich immer noch Training nötig, wahrscheinlich sogar noch mehr. Naja, nicht noch mehr, aber genauso wie letzte Woche. Ich meine, da habe ich jetzt nicht viel gemacht seither. Im Grunde gar nichts, insofern gilt das, was ich letzte Woche gesagt habe, immer noch. Aber vielleicht sollten wir trotzdem einfach zur Abwechslung mal wieder ein Draft spielen. Ich würde sagen, wir können ein Draft spielen und dann wieder Einzelkampf. Ja, komm, ist so ein Draft ab und zu mal reingestreut, das ist nie schlecht. Ich glaube, ich spiele Valorian. Ja, das ist einfach nicht schwer zu spielen. Das müsste ich hinkriegen. Ja, ich meine, Blitzschlag ist schon okay. Wie wär's denn damit mal? Mit dem arkanen Speerfeuer. Arkanes Speerfeuer? Ich dachte immer, das heißt arkanes Speerfeuer. Nicht Speerfeuer, Sperrfeuer. Also, jetzt habe ich doppelt falsch gesagt. Also, ich dachte, es heißt arkanes Sperrfeuer. Aber es heißt Arcanaris. Naja. Sollen wir das einfach mal... Ich weiß nicht. Sollen wir doch den Blitzschlag mal nehmen? Ich glaube, der Blitzschlag ist vielleicht ganz gut. Ja, nein, das will ich nicht. Dann nehmen wir hier die Brückenkumpel. Dann haben wir wenigstens mal was zum Brücken einnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall Fernkämpfer, auch wenn es nur die Schwachen sind. Da nehmen wir das Gebäude. Dann nehmen wir, ja, ich meine, das ist halt kein Fernkämpfer, der irgendwie Flugeinheiten abschießen kann. Deswegen finde ich den jetzt nicht so toll. Obwohl, die eine ist eigentlich nicht schlecht, aber wir könnten die Propeller-Scrats, nee, ich glaube, in dem Fall nehme ich lieber die Skeletthorde. Ein paar Nahkämpfer brauchen wir schon auch. Da nehmen wir dann doch mal die Drohne, obwohl die auch keine Flugeinheiten abschießen kann. Aber sie ist zumindest selbst eine Flugeinheit, das ist ja auch schon mal was. Sollen wir mal den nehmen? Ich glaube, den könnten wir schon brauchen. Einen Tank könnten wir schon brauchen. Ja. Ja, das ist alles nicht das, was ich haben will. Fuhr ist erst absolute Schaden zum nächsten gegnerischen Diener in dem Bereich. Ach komm, nehmen wir einfach mal das hier. Das ist zwar eigentlich ein Scheiß, aber was soll's dann? Wie heißt das überhaupt? Verabredung mit dem Unbekannten, genau. Dolchregen wäre okay als Zauber. Das wäre nicht das Schlechteste. Aber ich glaube, wenn ich die Drohnen habe, dann, wenn ich die Drohnen haben kann, dann nehme ich doch lieber die. Schattenwelpe oder Kopfgeldschütze. Das sind beides tolle Karten. Mit dem Kopfgeldschützen hatte ich das letzte Mal, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht. Das war das eine Draft, in dem wir dann gewonnen haben, also 12 Siege hatten. Schattenwelpe ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, weil es letztes Mal so gut funktioniert hat, würde ich, glaube ich, nochmal den Kopfgeldschützen nehmen. Okay, schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht der Zauber, den ich gar nicht drin hätte, dieser Blitzschlag, aber ich hätte lieber was drin, was dann halt beim Turm ordentlich Schaden anrichten kann. Ah, okay. Unser Gegner spielt auch Valorian. Na gut. Ja, ich meine, ich könnte gleich mal die Brückenkumpel spielen. Aber wieso eigentlich nicht? Komm.
haben wir da zumindest schon mal einen kleinen Vorteil. Und vielleicht können wir das da gleich mal spielen. Und das hier noch dazu. Ah, ich dachte, er würde ein bisschen schneller schießen. Oh, verdammt, er schießt langsamer, als ich dachte. Irgendwie hatte ich das gerade nicht so richtig... nicht so richtig im Griff. Okay, okay, den können wir noch kurz umringen, bevor er hier meine Armbrustschützen wegmacht. Ja, man hat sich schon erledigt. Ich meine, das ist jetzt sowieso bloß die Bot-Runde, also das sollten wir jetzt nicht verlieren. Das sollten wir jetzt schon hinkriegen. Können wir den hier noch... Nee, können wir nicht. Ich hätte irgendwie gehofft, wir könnten vielleicht noch... Könnten vielleicht noch den Scharfschützen retten, konnten wir offensichtlich nicht. Ja, komm, machen wir das mal so. Ich hätte die Brückenkumpel nicht so voreilig ausspielen sollen. Komm, jetzt machen wir mal das hier kurz. Früher oder später müssen wir die Brücken mal wiederholen. Ah, scheiße, der macht jetzt natürlich unser Gebäude weg. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ich Trottel. Allerdings hier die Drohne, die richtet hier ganz ordentlich Schaden an. Das ist doch gar nicht mal so übel. Ja, ich meine, so toll war es jetzt auch wieder nicht. Und der Kopfgeldjäger wird jetzt hier nicht sehr viel schaffen, leider. Ja, der hätte schneller reagieren können und müssen, aber was soll's. Na komm. Wieso eigentlich nicht? Können wir da unten mal kurz das hier... Nee, das hat nicht so gut funktioniert. Da muss ich mich auch erstmal drauf einstellen, wie viel Schaden die wirklich anrichten, diese Attacken von dem Meister. Oder wie wenig Schaden. Komm, dann machen wir mal kurz die Brückenkumpel wieder. Nicht, dass wir da jetzt noch beim Mana... Wir sind schon hinten dran beim Mana. Ich dachte wirklich, da wären wir wirklich gut vorne dran, aber... Nee. Wir haben da sehr gut angefangen, aber dann nicht sehr gut weitergemacht. Trotzdem können wir jetzt wahrscheinlich wieder ordentlich Druck machen und dann sollte die Sache trotzdem ganz gut laufen. Ja. Ja, ja, passt schon. Aber das war doch gar kein Bot, oder? Der Name sah nicht nach Bot aus. Also, vielleicht haben die Bots jetzt auch bessere Namen, bei denen man es nicht gleich erkennt, dass sie Bots sind. Aber das sah jetzt nicht nach Bot aus, der Name. Aber eigentlich, ja, vielleicht hat sich da auch die Regel geändert. Vielleicht ist die erste Runde kein Bot. Moment mal. Hey, was soll denn das jetzt? Ich spiele gegen den Warteschlangenmeister, wenn nach einem Gegner für dich gesucht wird. Du kannst Gold gewinnen, aber keine Wertungspunkte oder Draft gewinnen. Wenn ein Gegner gefunden wird, verlässt du das Spiel. Okay. Ja gut, wieso nicht? Das ist anscheinend neu, dass man hier in der Warteschlange, wenn so eine lange Warteschlange angezeigt wird, einfach ein bisschen Zeitvertreib hat. Das ist ja nicht schlecht. Dann können wir einfach ein bisschen trainieren mit unserem Deck. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Eine gute Sache für uns, wenn wir ein bisschen üben können. Okay, Spiel gefunden. Na gut. Das hat sich ja gelohnt mit dem Üben. Ich konnte eine Karte ausspielen. Und auch noch eine, die ich ständig ausspiele. The light is ever present. Sometimes your mind is just clouded. Na komm. Sollen wir gleich noch mehr Druck machen? Ja, doch, wir machen mehr Druck. Ja, doch, komm, wir holen mal lieber die untere Brücke. Ah, Quatsch, hätten wir jetzt sowieso die Brückenkumpel gehabt. Na gut, was soll's. Jetzt muss ich sowieso was spielen. Das ist nicht so gut da unten. Na komm, machen wir das mal so und so. Das sollte eigentlich reichen, oder? Ja.
Ach, du Scheiße. Das ist natürlich unschön. Das ist auch unschön. Ich muss was spielen, ich Depp. Und das war nicht unbedingt das, was ich hätte spielen müssen, glaube ich. Ja, nee, das Gebäude hätte ich irgendwie anders retten müssen. Das war jetzt hundsdämlich, was ich da gemacht habe. Ich dachte, ich könnte noch schnell was in den Weg spielen, aber das war wirklich... Also so dämlich muss man dann wirklich auch nicht spielen. Ah, shit, das ist nicht gut. Nee, also da habe ich jetzt wirklich ein paar dicke Fehler gemacht. Und die bringen uns jetzt schon arg in Bedrängnis. Komm, spielen wir mal, dass der uns einfach weg ist. So, und jetzt haben wir zumindest nicht einen großen Rückstand oder so bei den Brücken. Vorerst haben wir keinen großen Rückstand bei den Brücken. Stand strong. Ja, das ist nicht so richtig gut gelaufen. Auch nicht so richtig schlecht, aber... Ja. Ja, okay, da unten können wir jetzt mal die Drohne hier einsetzen. Ja, so langsam fange ich mich so ein bisschen, aber ich habe halt einfach am Anfang so viele dämliche Fehler gemacht. Ah, das war auch nicht so richtig toll. Ah, das auch nicht. Versuchen wir trotzdem mal hier drüben durchzubrechen, wenn möglich. Okay. Ah, scheiße. Ja, das habe ich nicht gut gemacht. Ah, Mist. Nein, das habe ich auch wieder nicht gut gemacht. Okay, da unten können wir mal das hier hinspielen. Da oben können wir das da hinspielen. Müssen wir auch. Ah, ich muss mal diesen Überraschungstypen da besser spielen. Ja gut, auf der unteren Brücke können wir jetzt gerade eben nicht viel machen. Ah, so ein Scheiß. Ja, komm, spiel einfach mal irgendwas. Ja, das war jetzt nicht das, was wir da gebraucht hätten. Probieren es mal kurz so. Und so. Und so. Nee, das war nicht genug. Das waren nicht genug Leute, die ich da als Deckung hingespielt habe. Das war einfach blöd. Ja, ich brauche noch ein bisschen Training, bis ich hier damit zurechtkomme, was ich hier so spiele in diesem Deck. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es mit Training getan ist, ehrlich gesagt. Aber es liegt, glaube ich, nicht am Deck. Also, das ist... Ja, ich habe einfach am Anfang wirklich viel zu viele Fehler gemacht mit diesem Deck hier. Mit in dieser Runde hier, meine ich. Ja. Na, leider konnte ich den nicht rechtzeitig decken. Den Scharfschützen hier.
Trotzdem haben wir jetzt noch ganz ordentlich Schaden angerichtet hier. Letzten Endes. Das hat mal ganz ordentlich geklappt soweit. Oh, okay, wir könnten sogar mal den hier. Ja, das Gebäude muss ich auch besser spielen in Zukunft. Aber wir können diese Runde tatsächlich noch drehen mit etwas Glück. Beziehungsweise sieht es ganz so aus, als würden wir sie drehen. Auch wenn unser Gegner auch schon Mana Frenzy hat, aber er ist jetzt halt hier sehr hinten reingequetscht im Moment. Ja, wir haben es noch irgendwie gedreht. Aber da habe ich wirklich dämliche Fehler gemacht am Anfang. Irgendwann habe ich mich dann gefangen und dann habe ich so langsam wieder drehen können, das Spiel. So langsam habe ich mich wieder vorgearbeitet, aber das hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich das wieder im Griff hatte. Aber dann ging es schon. Wenn man keine dämlichen Fehler macht, dann ist das Deck nicht so schlecht. Ich muss mich halt wirklich erst warm spielen mit diesen Karten. Es sind wirklich wieder ein paar Karten dabei, die ich sonst nicht spiele. Ich spiele auch diesen komischen Zufallstypen zu selten, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Sollen wir? Nee, der ist zu teuer. Das hätte ich jetzt schneller spielen sollen. Ja, ist schon okay. Das hätte ich auch schneller spielen sollen, ich Depp. Da hätten sie noch Deckung geben können für die Drohne. Können sie so jetzt nicht mehr. Ja, das ist okay. Das sind eine Menge fliegende Einheiten hier. Können wir jetzt nicht viel machen, aber wir haben dann zumindest erstmal die Brücken. Jetzt haben wir die Brücken nicht mehr, aber wir holen sie uns gleich wieder. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich muss zumindest mal versuchen hier. Ah, nein. Okay. Okay, wir haben eine Deckung bekommen für unseren Scharfschützen. Das ist ja schon mal... Ah. Ich habe nicht viel, was ich tun könnte gegen diesen Typen im Moment, außer ihn so möglichst schnell zu töten. Ja, ich meine, das ging jetzt noch einigermaßen, aber es war jetzt auch nicht toll. Den habe ich jetzt mal schnell abgeräumt, bevor er irgendwas anstellt. Ich habe da drüben im Moment nicht viel, was ich auf die Brücke stellen könnte, deswegen musste ich jetzt einfach mal das hier probieren. Schon wieder. Schon wieder diese fliegenden Einheiten. Ja, aber wir konnten immerhin 1000, gute 1000 Schaden, ja, ungefähr 1000 Schaden anrichten mit diesem Angriff. Das ist also nicht das Schlechteste, was wir hätten tun können. Ja, die hätte ich jetzt auch zum Abfangen dieses Angriffs hier gebraucht eigentlich. Ah, Mist. Na gut, holen wir uns die Brücken. Oh, jetzt haben wir ordentlich Schaden genommen. Also das, ich muss schauen, dass ich die Angriffe besser abblocke. Die mit diesem Streuner reinkommen. Stand strong. Ja, wir sollten mal probieren. Ah, scheiße. Okay, das ging jetzt noch einigermaßen. Allerdings habe ich jetzt den Scharfschützen da oben umgestützt. Das ist auch blöd. Das war auch nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber ist jetzt halt so. Okay, den kann ich diesmal ablocken. Da kann ich jetzt einfach mal warten, bis er näher dran ist. Komm, du kannst näher rankommen. Und dann schnappen wir dich auf diese Weise hier. Das ist diesmal kein großes Problem. Nein, das ist die falsche Einheit. Hier, okay, jetzt ist es schon zu spät eigentlich. Ja, wir haben hier Schaden genommen. Ja, und wir sind auch schon auf unter 1000. Das ist nicht gut. Das habe ich jetzt eigentlich auch nur gespielt, damit irgendwas gespielt ist. Das war nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber... Komm, dann spiel doch mal kurz den Scharfschützen dahin.
Okay. Da unten sorgen wir für Deckung für den Scharfschützen. Ja. Komm, machen wir mal ein bisschen. Ah, scheiße. Wieder Mist gebaut. Okay, versuchen wir es mal so. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich hab nichts. Ich hab nichts, um das abzudecken. Okay, es ging noch. Aber nee, es ging nicht wirklich. Wir haben jetzt echte Probleme hier. Nein, 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 nein. Ich hab wieder nichts. Wieder nichts, um diesen Typen hier abzufangen. Einfach nur. Nein, 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 nein. Dabei hätten wir es fast geschafft. Verdammt. Unser Gegner war auch ganz am Ende. Und ich habe einfach wieder die Deckung vernachlässigt, wieder zu viel Zeug gespielt, wieder zu viel Mana ausgespielt und hatte dann nichts mehr, um diesen kurzen, kleinen Angriff unseres Gegners abzufangen rechtzeitig. So ein Scheiß. Aber das habe ich selber versaut. Ich habe gewusst, dass dieser Streuner früher oder später kommt. Ich hatte die ganze Zeit Probleme damit schon. Und ich habe dann trotzdem wieder nicht aufgepasst, dass ich dann für den Fall, dass er kommt, genügend auf der Hand habe, beziehungsweise genügend Mana habe, um das dann auch auszuspielen, was ich auf der Hand habe. Das ist ein Scheiß. Weiß nicht, ob es wirklich klug ist, so früh so viel Mana auszuspielen. Aber wir haben jedenfalls diese Einheiten gekontert. Schauen wir mal, was unser Gegner macht. Gegen diese Drohne hier. Okay. Verstehe. Ach du Scheiße. Habe ich das noch gar nicht gespielt? Jetzt hat es noch eine Drohne erwischt, verdammt. Ich habe diesen Blitz halt so selten, dass ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht habe, dass der auch Drohnen dann einfach nur erwischen kann. Die Brückenkumpel gespielt. Das ist nicht das, was ich haben will. Oh nein, eine Priesterin auch noch dazu. Okay, wie mache ich das jetzt? Müssen auf jeden Fall mal schauen, dass wir die Priesterin erwischen. Die darf nicht leben. Ja, das ist zu viel Schaden, was wir da schon wieder nehmen. Das hat viel zu lange gedauert. Viel zu lange gedauert, viel zu viel Schaden genommen. Ja gut, auf der anderen Seite, unser Gegner sieht auch nicht mehr so wirklich taufrisch aus. Würde ich mal behaupten. Okay. Also haben wir wenigstens den dritten Sieg geholt. Drei Siege sind immer so das Mindeste, damit man sich nicht völlig blamiert, würde ich sagen. Das heißt, dieses Mindestmaß haben wir erfüllt. Ja, die eine Niederlage hätte auch nicht sein müssen, aber okay. 3:1 ist ja immer noch ganz gut im Rahmen. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Spielen wir gleich.
Da spielen wir erstmal das hier, würde ich sagen. Ja, ja, okay, da ist was Unsichtbares, aber dann können wir jetzt wenigstens sehen, was es ist. Okay. Ist okay, wir warten mal ein bisschen näher dran ist jetzt. Jetzt spielen wir das dahin. Komm, 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 schieß wenigstens einmal, schieß wenigstens einmal. Oh. Okay, das da oben, das kriegen wir hin. Da warten wir noch, bis wir ein bisschen näher dran sind, würde ich sagen. Jetzt machen wir das mal. Ja, der ist jetzt natürlich wirklich verschwendet, der Scharfschütze. Den hätte ich niemals so früh spielen dürfen. Ja, komm, spielen wir das hier einfach mal. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Okay. Eine Streune war nicht das Schlechteste, was hätte kommen können, aber viel genutzt hat er uns halt auch nicht. Jetzt muss ich warten, bis ich hätte schneller den Blitz spielen sollen, solange keine Diener auf dem Feld waren. Ja, jetzt ist eigentlich schon zu spät, jetzt ist das Gebäude schon zu alt im Grunde, jetzt lohnt sich eigentlich schon nicht mehr so richtig. Okay. Na, das ist auch scheiße. Ja, schauen wir, dass wir wenigstens die Brücken irgendwie nicht völlig verlieren, nicht völlig außer Acht lassen. Aber im Moment klappt es nicht so gut. Ich meine, die eine Brücke werden wir wohl wenigstens irgendwie kriegen. Ah, ich hätte auch so spielen können, dass wir die obere Brücke auch noch irgendwie kriegen. Na gut, dann müssen wir jetzt eben diesen Zufallstypen spielen. Hoffen, dass der nicht Starkes bekommt. Okay. Ah, okay. Unsere Scharfschützen haben sie erwischt. Ja. Ja, nee. Ich wusste jetzt nicht so richtig, was ich da tun soll in dieser Situation. Ich muss jetzt muss ich irgendwas tun und das ist nicht das, was ich eigentlich tun will. Das ist auch absolut nicht das, was ich tun will. Aber ich habe halt wirklich, ich hatte keine Einheit auf der Hand. Denn nur dieses Gebäude da unten. Aber das wollte ich auch nicht spielen. Direkt in den feindlichen Ansturm hinein. Ah, so ein Scheiß. Ja komm, dann spielen wir das halt einfach mal. Ja, ja, wir sind wieder mal ziemlich am Ende. Den Dingern werden wir wohl zurechtkommen. Ah, es hat den Scharfschützen erwischt. Natürlich hat es den Scharfschützen erwischt und nicht irgendwas Wertloses. Ja, wir könnten es schaffen. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie hat dieser Angriff unseren Gegner überwältigt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir diesen Sieg verdient haben, weil ich habe keine Ahnung, was wir getan haben. Also es hat einfach irgendwie funktioniert. Das war kein wirklich geplanter Angriff. Aber es hat gereicht. Ja, es war auch nicht unser erster Angriff, der unseren Gegner so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht hat. Da war vorher schon mal einer, bei dem er nicht so richtig zu wissen schien, was er tun soll. Ich meine, es war wahrscheinlich schon der starke. Ich muss den Tank, glaube ich, öfter spielen. Der ist schon wirklich stark. Wenn man den mit ein bisschen Deckung ausstattet, wenn man das schafft,
dann hat man ja schon wirklich gute Chancen. Das sollte ich öfter nutzen. Aber ich meine, der kostet halt auch viel Mana. Ja, einfach, ihn da hinzusetzen. Und dann noch eine Deckung dazu zu spielen. Okay, ja, wir könnten die Armbrustschützen spielen. Nee, dann machen wir das nicht. Wir könnten entweder die... Komm, dann machen wir es mal kurz so. Ah, okay, das ist natürlich scheiße. Mit diesem Zauber hatte ich jetzt halt auch einfach nicht gerechnet. Das ist natürlich blöd gelaufen. Dann spielen wir einfach mal kurz das hier, dann... Vielleicht kommt was Gutes. Oh, nee, das ist nicht das, was ich... Ja, wobei, so scheiße ist es auch wieder nicht, aber... Ist nicht das, was ich da eigentlich hätte haben wollen, aber na gut. Ja, ich meine, das wäre schon okay, wenn wir hier nicht diese Fangkämpferin hier noch hätten. Ja gut, wir haben sie wegbekommen. Ja, haben wir da wieder das Skelett, verdammt. Kriegen wir das weg, bevor es die Brücke holt? Nein, kriegen wir nicht. Ach, komm schon. Aber du musst doch jetzt wenigstens mal dieses Skelett bekommen, oder? Ja, jetzt müssen wir den Tank spielen, um uns zu schützen, einfach nur. Das ist natürlich auch nicht das, was ich haben will hier mit Flugeinheiten gegen uns. Na. Ja, nee, ich dachte irgendwie, würde ein bisschen mehr aushalten. Hat er nicht. Okay, wir müssen schauen, dass wir den Scharfschützen ein bisschen schützen. Ah, wieder dieser Zauber, verdammt. Ich dachte nicht, dass der nochmal so... Ja gut, ich meine, eigentlich war es Zeit. Ist ja noch gar nicht... ist ja schon ganz schön lang her, dass er den Zauber gespielt hat. Also eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, dass der gleich wiederkommt. Jetzt habe ich hier lauter Fahnenkämpfer und nichts, was wir tun könnten, um diese zu schützen, die ganzen Scharfschützen hier unten. Das ist natürlich wirklich blöd. Ja, das war ja auch nicht so geplant. Das war halt dieser Zufallstyp. Dieses Zufallsdings da. Ich weiß nicht, wie... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Unbekannter. Ist auch egal. Ich muss mich hier darauf konzentrieren, dass ich diesen Angriff irgendwie zurückschlage. Wenn es geht, ein bisschen schneller, als ich das im Moment tue. Ja, wir sind auch hinten dran bei den Erfahrungspunkten. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, da haben wir leider wieder unseren Scharfschützen verloren. Auch wenn wir da jetzt einiges an... Ja, der Attentäter hat es leider auch nicht so weit gebracht, wie es gerade gehabt hätte. Ja, schnell mal die Brückenkumpel einsetzen, sonst hat unser Gegner bald Mana Frenzy und wir haben gar nichts. Versuchen wir es mal kurz so. Vielleicht können wir da unten so ein bisschen... Nee, wir können da unten wahrscheinlich auch kein Übergewicht gewinnen. Ja, und das war viel zu wenig Schaden, was wir da angerichtet haben. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt hat es unsere Scharfschützen auch gleich mit erwischt. Na toll. Nein, musste da jetzt gerade sowas rauskommen. Das ist ja übel. Ach du Scheiße, da oben haben wir jetzt das da auch noch. Ja, das war jetzt auch nicht sehr erfolgreich. Ich muss was spielen mal wieder. Ich muss irgendwas hinspielen. Auch wenn es der größte Scheiß ist.
Ah, die Drohne hätte auch ein bisschen länger wenigstens dort durchhalten können. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen hätte es gebraucht. Oh nein, das ist nicht das, was ich haben wollte. Oh nein. Ah, da spiele ich extra was zur Deckung hin und das ist, dann kommt sowas dabei raus. Ja gut, das ist halt der Zufall. Das ist halt der Zufall und jetzt kann ich da eigentlich gar nichts machen im Moment. Solange diese verdammte Wolke da ist, kann ich nichts wirklich anstellen. Ja doch, ich hätte was in den Rücken spielen können, wie ich es ja letzten Endes auch gemacht habe. Hätte schon was machen können, ich war bloß zu dämlich. Ah, wieder diese Zauber, verdammt. Nein, 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 nicht wieder direkt auf den Scharfschützen, nein. Wieso kriege ich es nicht auf die Reihe, meinen Scharfschützen so ein bisschen in Deckung zu spielen? Ah, ist das frustrierend. Ja, nee, das habe ich jetzt wirklich richtig versaut. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr hier. Drohne kann ich da nicht hinspielen, die hat ja überhaupt keinen Wert gegen diese ganzen Lufteinheiten. Ja, unser Decker, unser Decker, unser Gegner hat Mana Frenzy. Ich bin so aus der Fassung, weil ich keine Deckung, ich denke bloß noch an die Deckung für den Scharfschützen und wie ich die versaut habe in dieser Runde, jedes Mal wieder aufs Neue. Deswegen, ja, das war, nee. Das war nichts. Ich muss mal noch mal kurz schauen, ob wirklich, ja doch, die Aufnahme funktioniert, scheint zumindest wirklich zu funktionieren. Was ich nämlich vorher nicht nachgeschaut habe, ist, ob das Mikro auch ordentlich funktioniert, aber ja, das scheint auch ordentlich zu funktionieren, also ja. Ja, 4:2, das ist nicht mehr so brillant. Da habe ich jetzt aber auch wirklich wieder ein paar Fehler gemacht, das ist wirklich, Ja, wie gesagt, der Scharfschütze hatte keine Deckung häufig und die Drohne, also diese große Drohne, die nur die Bodenziele angreift, die ist auch relativ schnell abgeschmiert. Habe ich auch nicht gut gespielt. Und selbst den Tank, ich meine, der hält von Natur aus ja eigentlich relativ lange aus, aber nicht, wenn man ihn so spielt, wie ich ihn spiele. Ich hatte den, ich glaube, ein paar Mal habe ich ihn auch wirklich bloß gespielt, um Schaden abzuwehren. Und ich glaube, das war so nicht gut, aber die ganz große Auswahl hatte ich jetzt halt auch nicht, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Nein, nein, nein. Nein, Moment, das ist. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Das wollte ich spielen. Ja, gut, mit dem kommen wir zurecht. Mit dem da oben. Mit der da unten weniger. Warten wir mal kurz. Nein, 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 ich dachte, die wäre schon auf den Turm gegangen. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich dachte, sie wäre schon auf den Turm gegangen. Ich Idiot. Ach nein, wie kann ich da am Anfang schon gleich wieder so einen Fehler machen? Ich wollte extra warten, bis sie auf den Turm geht und dann, aber ich habe es wieder eine Sekunde zu früh gemacht. Dann so viel Mana verschwendet. Und jetzt habe ich auch noch nichts, was ich hier spielen könnte in dieser Situation. Ja, keine Ahnung, was rauskommt, wenn ich jetzt das hier spiele. Okay, das hier kann ich mal spielen. Okay, das geht schon. Aber jetzt haben wir wieder so einen Anfangsnachteil gleich. Das ist einfach frustrierend. Ja, die Brückenkumpel kann ich jetzt auch nicht spielen, solange der da noch da ist. Und toll, diesen Zauber haben wir uns auch noch eingefangen. Haben wir sonst keine Probleme. Aber was wir da jetzt an Schaden genommen haben, der schlägt nochmal zu. Und ich habe nichts, um den abzufangen. Ich habe nichts gegen diesen Typen da. Okay, wir brauchen die untere Brücke jetzt gerade gar nicht. Das hätte ich auch nicht so nah daran spielen sollen. Der hatte diesen Strahl des Verdaubens. Aber den hat er jetzt gerade ausgespielt, den wird er nicht gleich nochmal spielen können. Komm, holen wir uns den mal kurz. Ah, nein, da hatte ich jetzt... Verdammt. Schauen wir mal, dass wir die schneller wegbekommen. Was? Nein, die... Oh nein, ich hatte sich wegteleportiert aus der Reichweite unseres Master-Zaubers, unseres Master-Angriffs. Auch das habe ich wieder verschwendet. Das ist schon wirklich sehr frustrierend. Okay. Scharfschützen haben wir auch wieder dämlich verloren. Komm, wir spielen trotzdem mal kurz die Brückenkumpel, einfach nur damit wir hier diese Brücke wieder haben. Die zählt ja dann trotzdem als... eingenommen für uns, auch wenn er gleich stirbt. Ja.
Oh nein, das macht doch mal ein bisschen schneller, du verdammte Drohne. Ja, immerhin. Immerhin. Der Succubus wurde getötet. Verdammt. Ah, jetzt graben die sich wieder gegenseitig an. Das ist auch nicht gut. Nee, das ist auch nicht gut. Ja, komm, spielen wir erstmal kurz dahin, damit es schneller geht. Können wir den einfach mal kurz... Ich muss hier irgendwas spielen. Spielen wir mal kurz das dahin in der Hoffnung, dass es irgendwas... Nein, das sind keine Flugeinheiten, natürlich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, und eigentlich... Ich habe da völlig die Deckung vernachlässigt auch noch. Die Skelette hätte ich da unten hinspielen müssen. Was spiele ich denn auch für einen Mist? Und theoretisch haben wir immer noch... Ach, jetzt kommt der wieder. Gleich ins Leben zurück natürlich. Sogar noch mal drauf geschossen, aber es hat nicht gereicht. Und der kommt schon wieder ins Leben zurück. Verdammt noch mal, wie ich diesen Typen hasse. Okay, diesmal kriegen wir den da oben wenigstens ganz gut weg, wollte ich gerade sagen. Und dann haben wir ihn nicht weggekriegt. Wieso haben wir ihn nicht weggekriegt? Verdammt, 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 verdammt. Wir müssen den hier schneller wegkriegen. Komm schon, tötet ihn. Oh, verdammt, das war nicht schnell genug. Das war nicht schnell genug. Gut, den haben wir... Ah, der kommt sowieso gleich wieder. Okay, wir müssen uns verteidigen, so gut wir können. Wir müssen alles spielen, was wir zur Verteidigung spielen können. Nein! Ich habe auch wirklich schlecht gespielt. Also, da hätte man so viel mehr rausholen können aus diesem Deck, aber ich bin echt nicht auf der Höhe. Also, das ist ja... Gut, wir haben 4 Siege geholt. Das ist jetzt keine totale Blamage, aber... Da wäre so viel mehr drin gewesen. Ich habe wirklich in allen 3 Niederlagen... Die letzte Niederlage war noch nicht mal die schlimmste. Das war noch einigermaßen akzeptabel. Also, nee, war es eigentlich nicht, aber es war nicht... Das war Schulnote 4 bis 5 oder so. Und die anderen Niederlagen, die waren 5 oder 6 in Schulnoten. Also das war ganz furchtbar. Vor allem die zweite Niederlage, die war wirklich mies. Da habe ich ja wirklich ständig die Einheiten einfach nur so verschwendet. Hier waren jetzt aber schon auch einige verschwendete Einheiten dabei. Ja, ich meine, ich habe ja auch wieder gleich am Anfang Mist gebaut und so. Also das, ja. Ja, nee, also wenn man irgendwie auch wirklich so teure Karten dann verschwendet. Ich meine, klar, ein bisschen Pech war auch dabei, als ich diese Zufallskarte gespielt habe und dann nichts Gescheites rausgekommen ist. Aber... Ja, ich meine, da kann man jetzt auch nicht damit rechnen, dass da jedes Mal was Gutes rauskommt. Das ist halt so. Und ansonsten habe ich halt echt wirklich auch die Drohnen für 6 Mana verschwendet und den Nahkämpfer für 7 und aber noch häufiger den Scharfschützen. Ja, das war einfach nicht gut. Gut, jetzt spielen wir noch ein bisschen Einzelkampf. Das wollten wir sowieso eigentlich machen. Also kein besonders gutes Draft, aber was soll's. Ich verhaspel mich auch heute ständig beim Kommentieren. Das ist auch, es kommt dann immer noch dazu. Wenn man schlecht spielt, dann kommentiert man auch noch schlecht. Man ist schon auch immer sehr von der Laune abhängig. Und vom Erfolg, wie gut man kommentiert, glaube ich. Habe ich zumindest so das Gefühl. Also wenn man gut ist, dann wahrscheinlich nicht, aber bei mir ist es so. Wenn ich dann da mit dem Spiel unter Druck stehe
nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann geht's auch mit den Kommentaren bergab. Dann stotter ich nur noch vor mich hin. Ach scheiße, ich habe schon wieder... Ich dachte, der würde schon auf den Turm gehen. Das ist mir vorhin auch passiert, dass ich da einfach Mist gebaut habe. Ja, die waren natürlich eigentlich dazu gedacht, die Brücken einzunehmen, sonst haben sie das nicht geschafft. Und das ist natürlich richtig beschissen. Ja, jetzt habe ich nichts, um die Brücken einzunehmen. Und den jetzt zu spielen war auch nicht unbedingt der Hit. Ja, komm, spielen wir das da runter. Spielen wir das noch hinten dran. Dann können wir als nächstes... Ah, natürlich. Natürlich hat er sowas. Und holen wir uns wenigstens eine Brücke. Jetzt habe ich dann langsam endlich mal Karten, mit denen ich auch die Brücken einnehmen kann. Ich meine, gut, die eine habe ich ja vorhin verschwendet. Die mit der Armbrustlern. Wenn ich die ordentlich gespielt hätte, dann wäre es zu dieser Situation erst gar nicht gekommen. Ja, ich muss mir jetzt halt wirklich dringend die Brücken holen, weil... Ja, ist auch wieder Mist da. Ja, und den kriege ich jetzt zwar weg, aber ich kriege dann wieder nicht... Nee, kriege ich auch nicht weg. Den kriege ich auch nicht weg, weil ich wieder zu nah dann an die Brücke reingespielt habe, meine Karten. Und dann sind sie natürlich leicht... meine Mentoren, dann sind sie natürlich leicht abzuräumen. Also das ist doch einfach nur ein Scheiß. Gelingt gerade wirklich überhaupt nichts. Wenn ich die jetzt wieder zu früh spiele, dann hätte ich da wieder nicht die Brücken gehabt. Das habe ich ausreichend lang gezögert diesmal. Ach, wir kriegen überhaupt keine Brückenkontrolle hin. Und das wird schief gehen. Das wird schief gehen, und zwar jeden Moment. Also das... Wenn wir die Brücken so gar nicht hinbekommen... Wir bekommen sie nicht hin. Wir bekommen sie auch jetzt nicht. Wir haben da unten wirklich eine Menge drauf verwendet, hier die Brücken zu bekommen, aber wir kriegen sie nicht. Und wieder dieser Zauber. Den habe ich doch jetzt eigentlich schon gesehen gehabt, dass unser Gegner den hat. Und trotzdem habe ich es wieder nicht beachtet. Ah, ist das frustrierend, wenn man erstmal in so einer Frustrationsspirale drinsteckt. Dann läuft es natürlich immer noch extra schlecht. Jetzt muss ich kurz warten. Ich muss kurz... Nee, ich bin schon bei 10 Mana. Ich darf nicht noch länger warten. Ich muss die Brücken unbedingt bekommen. Aber jetzt will ich es einfach ein bisschen zu sehr und dann klappt es natürlich erst recht nicht. Nein! Jetzt habe ich da auch noch daneben geschossen. Verdammt nochmal. Wie kann denn das passieren? Und der hat jetzt nicht den hier sich geholt, den er eigentlich hätte holen sollen, natürlich. Sondern er geht jetzt einfach mal durch. Ja, super. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass dieser Angriff hier vielleicht einfach mal was wirkt. Weil sonst haben wir hier keine Chance mehr. Wenn wir es jetzt nicht mal schaffen, hier ein bisschen was anzurichten. Ja, ich meine, ein bisschen was haben wir schon angerichtet, so ist es nicht. Aber es wird, glaube ich, auch nicht reichen, um ehrlich zu sein. Ja, unser Gegner macht sich halt auch wieder unverwundbar und das erreicht dann halt wieder nicht. Jetzt, wenn er sich jetzt gleich vielleicht mal nicht mehr unverwundbar machen kann, dann... Ja. Ich meine, viele Lebenspunkte hat er nicht mehr. Es wird schon langsam eng für ihn. So ist es dann... Oh nein, wieder dieser Zauber. Verdammt nochmal, dass ich da nie dran denke. Und doch könnten wir es schaffen. Wir könnten es schaffen. Es ist nicht völlig unmöglich, dass wir es schaffen. Oh, er hat sich wieder unverwundbar gemacht. Verdammt. Wie ich das hasse mit Unverwundbarkeit. Ja, nee, wir haben praktisch keinen Schaden angerichtet. Wir haben es nicht geschafft. Und bald hat der Mana Frenzy. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das verhindern, und zwar schnell. Und wieder diese Zauber, verdammt!
Und wieder so unverwundbar. Das hätte jetzt eigentlich schon gereicht. Das hätte reichen können zumindest. Dann hätte es nicht wieder unverwundbar. Es hat noch gereicht. Verdammt, ja. Ja, also ihr merkt, ich bin frustriert. Und hätte jetzt deswegen diese Runde hier fast verloren. Die ich echt nicht hätte verlieren müssen. Ich habe ich ja auch nicht. Aber trotzdem. Also, dass ich die überhaupt fast verloren habe, das hätte echt nicht sein müssen. Wenn ich mich ein bisschen zusammengerissen hätte von Anfang an, ordentlich gespielt hätte, dann hätte es überhaupt nicht so weit kommen müssen. So, jetzt mal zusammenreißen, weil eine Runde haben wir noch, die müssen wir jetzt noch ordentlich zu Ende bringen. Es gibt keinen Grund, so dermaßen frustriert zu sein. Schließlich haben wir immerhin 4 Siege noch geholt im Draft. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Schlechteste aller Zeiten. Gut ist es nicht, aber ich habe schon schlechter abgeschnitten. Und jetzt mal hier mit ein bisschen Konzentration spielen. Ja gut, ich meine, wenn unser Gegner nichts tut, dann muss ich irgendwas spielen. Ja, naja, was soll man machen? Ne? Ja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Soweit, ja, okay. Er hat einen Koloss. Das ist dann halt so. Nee, jetzt noch den Zauber da. Ja, doch. Hinten spielen wir noch rein. Ja, okay, war jetzt nicht perfekt, aber ja, ist jetzt halt. Ja, nee, das war nicht gut. Ja, das ist wirklich nicht gut. Das ist zu viel auf einmal, was wir hier gerade eben einstecken. Das ist viel zu viel auf einmal. Verdammt! Ich habe das zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Verdammt, 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 verdammt. Ich habe mich wirklich überrumpeln lassen, nicht der Depp. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot, dass ich mich da so dermaßen habe überrumpeln lassen. Dabei hatten wir den ersten Angriff eigentlich ganz gut durchstanden. Und zwar nur ein einziger Koloss, den ich hätte aufhalten müssen. Nur ein einziger Koloss. Ich weiß nicht, wieso ich das so dermaßen. Ich dachte irgendwie, wir würden es leichter hinkriegen. Ich dachte, wir würden es hinkriegen und dann habe ich völlig übersehen, was unser Gegner noch auf die untere Seite spielt. Ich habe das völlig unterschätzt, was da kam. Jetzt müssen wir noch eine Runde spielen. Also hat es echt nicht mein Tag. Ich dachte nicht, dass wir. Also, ich hätte damit gerechnet, dass wir verlieren, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so dermaßen schnell verlieren, dass ich jetzt nochmal eine Runde spielen muss. Um die Stunde voll zu kriegen. Ich hoffe, jetzt fahren wir nicht nochmal so eine Niederlage ein, weil das war ja wirklich ganz, ganz übel. Und das war die Runde, in der ich mich zusammenreißen und konzentrieren wollte. Und es hat ja auch anfangs gar nicht mal so schlecht begonnen. Also das. Wir hatten ja einen guten ersten Angriff, hatten da ordentlich Schaden angerichtet. Es hätte doch alles funktionieren können. Wieso habe ich so dermaßen versagt bei einem verdammten Koloss? Nur ein einziger Koloss mit einem Arkangolem hinten dran halt noch, aber ist jetzt auch nicht so ein Wahnsinnsangriff. Das hätte man noch hinkriegen können. Wieso habe ich da so schlecht drauf reagiert? Komm, betäuben wir den mal kurz, bevor er zu viel anrichtet. Ja, wurde leider. Ja gut, immer die obere Brücke konnten wir erstmal halten. Hier unten räumen wir jetzt einfach mal so ab, würde ich sagen. Und lassen wir ein bisschen näher kommen. Bevor wir dann mit unserem eigenen Arkangolem draufgehen. Untere Brücke holen wir uns mal so. Ah, scheiße.
Ja gut, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ah, das ist Mist. Na komm, betäubt den mal kurz. Wir müssen irgendwas tun. Okay, machen wir es kurz so. Gut, unser Skelett ist wieder aufgestanden. Dann hat sich das schon einigermaßen gelohnt. Ist auch in einer guten Position wieder aufgestanden, vor allem. Den müssen wir auf den Turm gehen lassen, leider. Wir müssen schauen, dass wir den ein bisschen schneller wegbekommen. Unsere Gegner haben wir auf unter 1000. Also es sieht so aus, als würden wir diese Runde hier nicht so erbärmlich verlieren. Aber das haben wir bei der letzten auch gedacht. Nein, 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 den hätte ich doch decken sollen, ich Trottel. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wieso spiele ich schon wieder so langsam? Wieso spiele ich schon wieder so langsam? Und schon wieder habe ich diesen Angriff hier völlig unterschätzt. Wieso mache ich das immer? Ja gut, ich habe ihn nicht ganz so unterschätzt wie letztes Mal, aber trotzdem unterschätzt. Und hier, ich kann ihn nicht decken. Ich konnte ihn, ja, bin jedenfalls zu spät gedeckt. Na komm schon, tötet ihn endlich, tötet ihn endlich. Mein Gott, das hat ja auch mal wieder gedauert. Das hat einigermaßen funktioniert da drüben. Mit dem auch mal ein bisschen Deckung, den... Ah, scheiße. Ja, das passt schon. Machen wir ein bisschen Druck. Ah, schade. Ja, nee, dann hätten wir doch keinen Druck machen sollen. Aber wir brauchen eigentlich nicht mehr sehr viel. Ah, scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Nein! Nein! Wurde aufgehalten. Nein! Unser Zauber wurde aufgehalten in letzter Sekunde. Verdammt, und wir verlieren wieder. Nein! 130 Punkte! Weil unser Zauber aufgehalten wurde, sonst hätte ich die Skratillerie da hinschicken können. Ah, da hat es natürlich mal wieder, da hat es wieder mal wieder geschafft, da wirklich in letzter Sekunde da was reinzuspielen. Ah, ich dachte, das würde reichen mit unseren Zaubern. Ich dachte, ich müsste mir dann um die Verteidigung keine Sorgen mehr machen, weil wir es schaffen, den Schaden anzurichten. Uns hat nicht geklappt. Ich hätte doch voll auf die Verteidigung setzen sollen, wenn ich auf die Verteidigung gesetzt hätte gegen diesen einen dicken Typen da unten, dessen Namen ich natürlich auch wieder vergessen habe, dann hätten wir den schon aufhalten können. Also ich hätte schon den Blitzzauber vorhin gar nicht spielen dürfen da natürlich. Dann hätten wir da 4 Mana gehabt, hätten uns dann doch diesen anderen Angriffszauber gespart. Und dann hätten wir das alles zusammen schon hingekriegt, dann hätten wir den noch betäuben können da unten. Wir hätten ja den Betäubungsaffen auch noch. Dann hätte das schon geklappt. Aber so natürlich nicht. Ach. Es waren so wenige Punkte, die wir noch hätten anrichten müssen. So wenige Schadenspunkte. Naja, gut, das ist eine deprimierende Episode. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts. Oh, habe ich jetzt... Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe versehentlich schon auf Aufnahme beenden gedrückt. Aber das werde ich jetzt sowieso auch ohne Versehen einfach ganz absichtlich tun. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal, falls ihr nach dieser Episode immer noch Lust habt. Gott weiß, warum ihr das haben solltet. Ja, bis dann, euer Grimnor.